Hallo. Ein Stürmlein zieht auf über Präludien. Wir sind wieder da mit The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Version. So, wir sind hier gerade auf der Insel angekommen, haben die Omi besucht, bemerkt, dass es ihr nicht gut geht, weil sie ja uns Kinder so arg vermisst. Aber jetzt müssen sie halt wieder verlassen und auch zur Rückseite der Insel. Hier auf der Rückseite ist irgendwo ich glaube genau da. Weil da treffen wir diesen Jabu. Da ist Jawoll, die haben ein irgendwas. Fadenkreuz eingebaut. Damals war das nämlich ein Problem. Damals gab es nämlich kein Fadenkreuz bei diesem Geschütz. Jetzt gibt's einen. Ja. Das ist ja mal ultra vorteilhaft. Kann man besser zielen. Na klar, du musstest das die ganze Zeit immer abschätzen, wann ungefähr die dem Kakapo aufschlägt. Das ist ja viel einfacher und viel besser. Bombe. Ja, das So. ist viel einfacher. Bin jetzt rein mit dir. Gefällt mir. Jabbo, wir kommen. Strudel hat aufgehört. Also Jabbo oder Jabu? Ich glaube, Jabbo. Egal. Jabbo. Ja. In der Tat. Viel Zeit ist seither verflossen. Ich bin von größter Freude ergriffen, euch wohl aufzusehen. Ja, Ganon scheint wieder auferstanden zu sein. Wer bist du? Ich bin Tadeusz. Nein, die Dinge liegen leider anders. Der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit der Legende zu tun. Aber in seinem Mut sehe ich viel Potenzial und einen Schimmer der Hoffnung. Jawohl. Mal, wir bekommen. Wow. Das sieht aber gut aus. Du hast Nairos Diamant erhalten. Du hast ihn von Jabu, dem Hüter des Wassers, überreicht bekommen. Jawohl. Dann waren diese unheilvolle Regen und die fortwährende Nacht also tatsächlich ein Fluch des Ganons? Ja. Er hat also schon damit begonnen, unsere Welt in die Finsternis zu stürzen? Ich hege zumindest einen starken Verdacht. Ganons Fluch wurde durch die Kraft des Demons, den du von Jabu erhalten hast, aufgehoben. Bald wird sich wohl die Nacht wieder zum Morgen wandeln. Sehr gut. Du bist nunmehr im Besitz aller Diamante. Lutz, ich habe die heiligen Orte, zu denen du die Diamante bringen sollst, auf deiner Seekarte eingezeichnet. Sobald du alle Diamante an ihren rechtmäßigen Platz gebracht hast, wird sich der Ort, an dem dein Mut geprüft wird, offenbaren. Wie du an der Episode mit Jabu sehen konntest, ist Ganon uns jedes Mal einen Schritt voraus. Von nun an wird diese Reise wohl noch gefährlicher als bislang verlaufen. Ich rate dir, die Gelegenheit unseres Zwischenstopps hier auf Brötchen gut zu nutzen, damit du deine Reise rein gewissens fortsetzen kannst. Lass dich. Hui. Ich schwinge. Yay.
Autsch. Oh, wenn wir schon mal Vater Auka sind. Nein. Hier gibt's das Tolle. Boom! Oh, Rutsche geht es also gut. Warum hast du mir die Sachen mit Ariel verschwiegen? Es war sehr töricht von dir, einfach loszuziehen. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Aber eines zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du es auf deinen Reisen stärker geworden zu sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben, du wirkst so anders, so gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Ich bin darauf zu sehen, wie stark du inzwischen geworden bist. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuch mich 100 Mal zu treffen, bevor ich dich 3 Mal treffe. Alles klar. 1. Nicht getroffen, Schnaps besoffen. Haha, wir sind besser. Angeber. Auf ihn! Angriff! Nach 2 macht er ungefähr immer seinen Angriff, seine Abwehr mit und dann kann ich kontern. Na komm. Bam. Sagen die Herzen um an, wie viel Mal er dich schon getroffen hat, oder? Er muss mich ja 3 Mal treffen. Ja, ich glaube, das zeigt's an. Einmal hat er. Also er hat mich noch nicht getroffen. Ich habe ihn schon 71 Mal getroffen. Ja, das geht. Zack. Da kommt er raus. Edgy Badgy. Wir sind besser. Du bist dran, noch 4 Mal. Bam. Yo. Doch, jetzt hat er dich, der hat dich getroffen, jetzt einmal. Jetzt 2 Mal. Verarschen? Achso, jetzt ist es glaube ich zu spät, jetzt kann er mich hauen, glaube ich. Weil wir schon dabei sind. Komm, wenn er dich noch einmal trifft, dann Spielchen kann ich jetzt noch 100 Mal machen. Jetzt! Es genügt. 120 Treffer, nicht schlecht, du bist besser geworden. Ich sehe schon, ich wollte dich nicht mehr wie einen absoluten Anfänger behandeln. Damit tue ich dir wohl Unrecht. Aber jetzt bist du ein Grünschnabel. Grünschnabel, viel ist es nicht, aber nimm es. Du hast einen violetten Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 50 Rubine. Ein breites Grinsen ziert dein Gesicht. Geld. Wir lieben Geld. Check. Oh, da oben ist ein Ritterwappen. Jo. Wie kommst von du? Den, nee, das ist nur zur Deko, aber das, die gibt's von diesen Rittern. Rittergegnern. Okay. Wenn man davon 10 Stück, dann kriegt man einen schönen Angriff. Gucken wir nochmal kurz nach der Ohr. Ich habe das Gefühl, weil es dir nicht gut geht, muss man eine Fee der bringen. Aber weil ich ja eh schon eine Fee dabei habe, vielleicht reicht das ja nicht, die einsetze. Eine Fee. Ja. Oh weh. Oh weh, Lutz, Ariel. Bitte, du darfst nicht fortgehen. Lass deine Großmutter nicht ein. Das Gefühl. Mal schauen. Ja. Habe ich richtig gemacht, habe ich richtig gedacht.
Ich habe nichts gedrückt. Diesmal habe ich nicht gedrückt. Das ist von allein. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf deinem Gesicht sehe. Lutz, mein kleiner, lieber Lutz. Ich bin jetzt so froh, dass es dir gut geht. Warst du das? Hast du mich geheilt? Du bist wirklich ein braver Junge. Weißt du? Du und Ariel, ihr seid wirklich tapfere Kinder und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit über nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich selbst am Schlawittchen packen sollte, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid. Ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Lutz, mehr kann ich leider nicht für dich tun. Aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche auf den Weg geben. Du hast Omas Suppe bekommen. Deine Großmutter hat sie extra für dich gekocht. Sie schmeckt und wirkt. Mhm. Also, wenn du mal Hunger hast, ja, iss die Suppe von Oma. Mhm. Lies! Wenn du sie zu dir nimmst, regenerierst du deine Energie und magische Energie und zwar vollständig. Ich glaube, du hast noch nicht weiter gedrückt. Hast du deswegen? Und warte die ganze Zeit. Solange du keinen Schaden erleidest, schlägst du mit doppelter Angriffsstärke zu. Ja, das ist richtig krass. Mit der Suppe haben ich und Timo damals Gendorf verprügelt. Und wir gesagt haben, mit Omas Suppe zum Sieg. Weil deine Großmutter die Flasche ganz voll gemacht hat, reicht es für satte 2 Portionen. Mhm. Die mögt ihr doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder und hol dir einen Nachschlag. Ich werde sie gerne für dich kochen. Oh, Großmutter wird sich von jetzt an wirklich... Ich habe nichts gedrückt. Warum geht denn das mal so schnell weg? Aber tu ja nichts Gefährliches, okay? Ja, ist ganz gut. Alles klar, wir haben Suppe. Tu ja nichts Gefährliches. Er tut doch die ganze Zeit was Gefährliches. Egal. So. Das passt eigentlich. Jetzt können wir uns darum kümmern, die Dinge zu verteilen. Oh ja, ich wollte ja noch was Lustiges zeigen. Oh, das sind Schleimis. Ja, jetzt zeige ich dir was ganz Lustiges. Weißt du noch, die 3 Schweine, die wir eingefangen haben? Ja. Die sind ja oben in dem Nest, ja? Ja. Achtung. Kann ich mich noch erinnern. Oh, das sind Riesenschweine geworden. Aber nur eins. Oh. Wie willst du den aufheben, der Riesenteil? Ah, ich brauche was anderes, sonst kriege ich das nicht hin. Die Krafthandschuhe. Oh, hör das doch, so ein armer Schwein. Boah, das rastet voll aus, das Ding. Achtung. Was lass ihn doch. Bist du gemein? Boah. Das Ding ist richtig böse. Nur weil ich einen Bonbon geworfen habe. Riesenbonbon. Riesiges Bonbon. Karte. Dann fahren wir in die Richtung. Setzen die Segel in Richtung. Nordosten. Ja, genau da. Los. Und werden uns dann mal rüber, die ganzen Demons zu verteilen. Ja. Das machen wir dann im nächsten Part. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute, dann heißt es herum, viel herumkutschieren. Bis gleich. Ciao.